Immanuel Hillen, lange sah es in Nürnberg nach zumindest einem Punktgewinn aus, am Ende doch die späte Niederlage. Wie siehst du das Spiel in der Rückschau? Ja, wenn man mit einer Niederlage rausgeht, ist das wahnsinnig enttäuschend und tut immer weh. Dennoch haben wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Wir waren präsent, wir waren da. Wir haben vorhin ja auch erste Halbzeit gute Passage auch mit dem Ball gehabt und uns die eine oder andere Chance rausgearbeitet, die wirklich gut war. Und genau darum geht's. Es geht darum, wieder die Intensität auf den Platz zu bringen, die Leidenschaft mitzubringen, die Lautstärke und ja, fußballerisch das auf den Platz zu bringen, dass wir erfolgreich sein werden und Tore schießen. Diese Intensität war auch von außen gut sichtbar. Wie war die erste Woche unter dem neuen Trainer Thomas Oral? Ja, das ist gut, dass man das erkennt, weil genauso war auch die Woche. Wir haben ja konstant Gas gegeben, wir waren immer auf Spannung, wir waren immer da. Es war brutal laut, es war intensiv, nur Intensität. Und ja, genauso wird es auch die nächsten Wochen weitergehen. Jetzt steht Holstein Kiel als nächster Gegner hier am BWT-Stadion im Hartwald auf dem Tablett. Eine Mannschaft, die sehr viele Auf- und Abs in dieser Saison schon hatte. Was braucht es, um 3 Punkte gegen die Störche zu holen? Ja, wir müssen daran anknüpfen, was wir auch immer gemacht haben. Wir waren da, wir waren stabil und sind brutal intensiv auch angelaufen. Und genauso müssen wir es auch wieder machen. Priorität Nummer 1 ist, dass wir einfach ja, diese Stabilität auf dem Platz kriegen, dass wir aggressiv anlaufen und dann auch nicht vergessen, mit dem Ball uns Chancen rauszuarbeiten. Und so gehen wir das an. Dazu viel Glück. Vielen Dank.